Nochmal guten Morgen zusammen. Oh, schön laut. Begrüße ganz herzlich Markus Vollner und unseren Trainer hier und euch natürlich auch. Und ja, vor dem morgigen Spiel gegen die Bayern. 7000 FCA-Fans werden uns begleiten, also der Gästeblock ist ausverkauft. Markus, wie sieht es denn im Kader aus? Ja, morgen miteinander zuerst. Die Nationalspieler sind zurück, sind gesund zurück, Gott sei Dank. Leider wird Kajubi ausfallen, Sascha Mölders wird ausfallen, Max wird ausfallen und Ampare wird ausfallen. Kajo hat sich leider an der Muskulatur verletzt. Sascha ist so, dass er Rückenprobleme hat und gespritzt wurde und nicht zur Verfügung steht. Max hat er die ganze Woche schon nicht trainiert und Daniel Opare ist schon eine längere Zeit verletzt. Positive Nachrichten gibt es von Stafelidis und von Drochowski. Beide sind wieder im Training, die ganze Woche hundertprozentig im Training und stehen zur Verfügung. Zum Spiel brauche ich nichts sagen. Super Spiel für mich. Das schönste Spiel ist ein Derby. Wir haben nicht weit zu fahren, wir haben ein super Stadion. Wir haben eine super Mannschaft als Gegner. Bayern München ist klar, dass sie super besetzt sind, dass sie der große Favorit sind. Aber wir werden alles geben, werden versuchen, dort zu punkten. Ist klar, dass man dafür einen Sahnetag braucht. Aber wir sind ja positiv, weil es ein Highlight ist für uns. Und das geben wir optimistisch an. Gibt es Fragen an den Trainer oder auch an Markus Vollner direkt? Bitte das Mikro benutzen, damit wir die Fragen alle verstehen. Bitte das Mikro benutzen. Ich habe nichts verstanden. Ich meine, wieso das klang fast super aus? Ach so, nee. Das. Ja, dann. Dann frage ich doch, Mölders, Kajubi verletzt, dann stellt sich der Sturm fast schon von alleine auf. Wer spielt dann? Tim, Matta. Ja, wir haben Möglichkeiten mit Mattausch, wir haben Bobadilla, Chi könnte vorne drin spielen. Ja, wir haben trotz der Ausfälle noch Möglichkeiten. Wenn du Chi jetzt schon ansprichst, erwartest du dir von ihm jetzt auch mal diesen Schub, vielleicht nochmal durch Kuh angeregt, dass die beiden wieder vereint sind, dass jetzt drei Südkoreaner da sind? Die ersten Wochen von ihm waren ja in der Saison nicht so berauschend. Ja, er hat, denke ich, ordentliche Vorbereitung gespielt. Er hat ein gutes Vorbereitungsspiel auch gegen Norwich gespielt. Sehr gutes Spiel, hat er nur versäumt, Tore zu machen. Er hatte zwei Chancen, das hätte ich ihm gewünscht. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der sehr sensibel ist, der Erfolgserlebnis braucht. Und das hätte er sich da holen können. Dann, glaube ich, wäre er auch positiver auf dem Platz, beziehungsweise einfach besser drauf, weil jeder Spieler vom Kopf auch lebt und ja, das Erfolgserlebnis hat er sich nicht geholt, genauso nicht in Frankfurt. Ich denke, auch da war er engagiert, hat die hundertprozentige Chance, die er liegen lässt, aber so eine Situation würde ich ihm wünschen. Und jetzt ist es so, dass er arbeitet, dass er positiv arbeitet, dass er jetzt mit Chacha Ku noch einen zusätzlichen Südkoreaner in der Mannschaft hat, der ihm helfen wird, der ihn unterstützen wird, der auch die Sprachbarriere ein bisschen brechen wird, weil er Chacha sehr gut Deutsch spricht auch und Chi zwar Englisch, aber trotzdem wird er ihn unterstützen und wir haben die Hoffnung, dass er zur alter Stärke zurückfindet, die er hier schon bewiesen hat. Augsburg hat zwei der letzten drei Ligaspiele gegen die Bayern gewonnen. Ist das noch in Ihren Planungen, Überlegungen? Nimmt man das noch mit zur Analyse, zur Motivation? Oder ist es am Samstag komplett neu? Ja, Augsburg hat auch in der Saison schon gegen Bayern gewonnen im Telekom Cup. Und das wissen wir natürlich. Wir wissen aber auch, dass das nichts heißt. Beziehungsweise wir wissen, dass Bayern der hohe Favorit ist, mit lauter Superstars ausgestattet ist. Aber diese Ergebnisse, die haben wir im Hinterkopf, die geben uns schon auch Selbstvertrauen und Mut. Aber nochmal, wir brauchen einen Sahnetag. Wir müssen alle über uns hinauswachsen, um da in München zu gewinnen oder zu punkten. Und deswegen ist Bayern auch der Favorit und in der Außenseiterrolle fühlen wir uns wohl. Markus Vollner, beim Sieg in München warst du auch in der Startelf, hast auch durchgespielt. Was habt ihr da noch richtig gemacht? An was kannst du dich noch erinnern? Wie habt ihr es da geschafft? Könnt ihr es dann am Samstag auch schaffen? Vor allem haben wir es geschafft, da hinter die letzte Linie von Bayern zu kommen und ihnen da immer wieder weh zu tun. Ich denke, dass das auch diesmal wieder unser Plan sein wird, dass wir versuchen, gute Konter zu setzen. Wir wissen, dass sie sehr hoch stehen. Und wir müssen natürlich sehr kompakt stehen. Wir dürfen ihnen keine Räume im Mittelfeld geben, dass sie sich drehen, weil dann hat man einfach gesehen, dass sie die Qualität haben und dann wird es richtig schwierig für uns.
Markus, mit welchen Gefühlen fährst du nach München? Also ich meine, dieser Sieg im Mai war natürlich ein großes Ereignis, aber auch privat. Ja, privat ist ja schon sehr lange her. Also ich freue mich natürlich immer wieder in der Allianz Arena zu spielen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung immer in der Saison. Das ist das schwierigste, aber auch das schönste Spiel. Man kann da reingehen, man kann sich mit den Besten messen und deswegen muss man da wirklich mit Spaß dahin fahren, als Herausforderung sehen. Und wie gesagt, wir haben einmal da bestanden und wir werden morgen alles tun, um wieder da zu bestehen. Es ist das erste Derby ohne Bastian Schweinsteiger. Ist das noch der FC Bayern München trotzdem? Das ist ja die Ikone gewesen. Ist das ein anderes Derby? Nein, wir spielen ja nie individuelle Einzelspieler gegeneinander, sondern immer die Vereine. Deswegen ist es definitiv ein Derby. Ist klar, dass Basti da wichtiger Spieler war, dass wir uns auch kennen, beziehungsweise er gute Kontakte auch in unsere Mannschaft hinein hat und da Freundschaften bestehen. Aber es ist so, er ist weg und schade. Aber deswegen spielen wir morgen auch gegen Bayern. Gab es Kontakt zu Bastian Schweinsteiger? Hat er eine Prämie ausgerufen? Nein, hat er nicht, aber ist ja noch nicht vorbei, der Tag heute. Markus, die Bayern haben so ein bisschen die Befürchtung, dass die Länderspielpause ihnen nicht gut getan hat, weil sie halt gerade schön im Schwung waren. Und ja, David Alaba einen großen Erfolg gefeiert hat, die deutschen Nationalspieler große Erfolge gefeiert haben, das ist so ein bisschen absacken. Seid ihr da ein bisschen im Vorteil? Ich glaube, Bayern ist immer im Vorteil, weil sie einfach diese Extraklasse, diese Weltklasse-Spieler in ihren Reihen haben. Aber klar, nach jeder Länderspielpause ist jeder Trainer erstmal bemüht, seine Reihen da wieder zu sortieren und das Ganze zusammenzufügen. Aber ich denke, dass Pep Guardiola das in der Vergangenheit sehr gut hinbekommen hat und dass er jetzt die Spieler auch wieder frühzeitig zur Verfügung hat. Die Deutschen haben ja schon am Montag auch gespielt. Klar, Costa hat unter der Woche Mittwoch, glaube ich, gespielt. Wann er dann kommt und ob er spielt, werden wir sehen. Aber bei Bayern ist es auch nicht so entscheidend, wer auf dem Platz steht, weil alle gut sind. Und wir müssen als Mannschaft bestehen, wir müssen als Mannschaft versuchen, individuell die individuelle Stärke aus dem Spiel zu nehmen, plus natürlich im 1:1 bestehen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Und wenn wir uns da gegenseitig gut unterstützen, wenn wir gegenseitig gut arbeiten, unser Tor verteidigen können, keine individuellen Fehler machen, wie es leider in der Vergangenheit jetzt der Fall war, das müssen wir abstellen. Aber offensiv sie immer wieder zu fordern und Nadelstiche zu setzen, das, denke ich, war der Erfolg im April. Man sagt ja immer, das wäre ein Bonusspiel, wenn man gegen die Bayern spielt, weil alle ein Ergebnis erwarten, das nicht besonders positiv ist von der Punktesituation her. Macht es also dann einen Unterschied, ob man selber gut in die Saison gestartet ist oder schlecht? Oder setzt man sich dann mehr unter Druck? Oder ist es halt einfach, wenn man gegen die Bayern spielt, das muss man einfach ausklammern? Ich glaube, dass jeder einmal nach München fährt und da der klare Außenseiter ist und sein Bestes gibt. Und wir wissen natürlich auch, dass wir nicht gut gestartet sind von der Punkteausbeute her. Aber einmal fahren wir dahin und das ist jetzt der vierte Spieltag. Trotzdem ist es ein Highlight, trotzdem gilt es dort zu punkten. Ich mag den Spruch nicht, dass man da nichts zu verlieren hat. Man hat sehr wohl was zu verlieren, man hat immer was zu verlieren. Man kann aber immer was gewinnen und diese Spiele müssen erst gespielt werden. Nochmal, Bayern ist klarer Favorit, aber wir fühlen uns in der Außenseiterrolle wohl. Wohler vielleicht sogar, Markus, als zu Hause, wenn ihr das Spiel machen müsst? Nein, ich denke nicht. Also wir fühlen uns natürlich zu Hause sehr wohl, nur hat das Ergebnis bisher nicht gestimmt. Wir hatten am ersten Spieltag, denke ich, ja mindestens einen Punkt verdient gehabt. Unser Spiel ist noch nicht so, dass man sagt, okay, es ist reibungslos, wir arbeiten jeden Tag daran, dass es besser wird. Ich denke auch, dass wir jetzt in der Pause einen riesen Schritt gemacht haben, was die Automatismen angeht, was die Feinabstimmung angeht. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Dass wir jetzt Außenseiter in München sind, ich glaube, das ist fast jeder, bis auf Barcelona vielleicht. Also deswegen ist es für uns natürlich ein Spiel, da geht es darum zu bestehen, alles ein perfektes Spiel zu machen, alles rauszuhauen und dann werden wir am Ende sehen, was wir mitnehmen können. Wieso habt ihr in der Trainingsform große Schritte gemacht, gefühlt?
Nein, ich denke, dass jeder natürlich individuell auch mit sich beschäftigt war, da noch besser reinzufinden. Wir haben, unser letztes Heimspiel war jetzt nicht unser Bestes, und da heißt einfach, das abzuarbeiten, da seine Form zu finden, dass jeder wieder wirklich dann fokussiert ist auf sich, auf die Mannschaft, dann alles für die Mannschaft gibt. Und wir hatten jetzt wenige Nationalspieler, deswegen sage ich, dass wir da einen großen Schritt gemacht haben. Markus, als Ex-Bayern-Spieler, warum spielt man gegen Mannschaften wie Augsburg nicht gerne als FC Bayern? Ich glaube, ich war ja auch in Nürnberg, und da hat man auch nicht gern gegen den FC Augsburg gespielt, weil sie sehr kompakt steht, weil sie ein klares Konzept hat und es immer schwierig ist, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die so eine Einheit ist. Und ich glaube auch, dass wir das mehrfach auch schon gezeigt haben gegen die Bayern, dass wir unangenehm sein können, dass wir einen klaren Plan verfolgen. Und dann ist es immer schwer, gegen so eine Mannschaft zu bestehen und zu spielen. Das sind wir auch, das können wir dazu nehmen, natürlich. Wie schätzt ihr denn den FC Bayern diese Saison ein? Hat sich da was groß verändert? Sind sie stärker, sind sie schwächer? Was ist euer Eindruck bisher? Ja, sind mindestens genauso stark wie im letzten Jahr, denke ich. Haben mit Costa einen sehr guten Fang gemacht, der ihr Spiel auch einen Tick verändert. Da sind wir darauf vorbereitet, aber er ist ein Spieler, der dazugekommen ist, der einen Unterschied ausmachen kann. Das haben wir in den ersten Spielen schon gesehen, in den ersten Pflichtspielen. Generell Bayern allerhöchsten Respekt, was da auf dem Feld steht und wie sie spielen. Und sind Favorit für mich in allen Wettbewerben. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ist so. Herr Weinz, Pep Guardiola wird immer als super, super Trainer bezeichnet. Jetzt haben Sie ihn in drei der vier letzten Spielen besiegt. Sind Sie dann der super, super, super Trainer? Nein, Pep ist der super, super Trainer. Und wir freuen uns, dass wir gegen Bayern jetzt immer wieder gut ausgesehen haben. Aber wir wissen auch, dass wir sie in der Vergangenheit in günstigen Momenten erwischt haben, als sie deutscher Meister waren. Aber trotzdem muss man das Spiel erstmal in München gewinnen. Da wollten sie auch mit Sicherheit nicht verlieren, sondern haben alles gegeben und sind auf einen guten Gegner getroffen. Und das gibt uns das Selbstvertrauen für morgen dann auch. Und da wollen wir uns von der besten Seite zeigen. Als Trainer bist du immer abhängig von deinen Spielern. Und meine Jungs haben das vollste Vertrauen, dass man nicht immer ans Optimum rankommt, denke ich, ist auch normal. Deswegen ist so ein Spiel wie Ingolstadt auch mal drin. Aber ich glaube, dass es wieder sensibilisiert hat, dass der Staat jeden Einzelnen sensibilisiert hat, dass es für Augsburg nicht selbstverständlich ist, dass wir Heimspiele gewinnen, dass wir immer stetig positive Tendenz haben wie in den letzten 3 Jahren. Das ist auch normal. Es gibt Täler. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Aber da werden wir gemeinsam jetzt diesen Start korrigieren. Ob es jetzt am Samstag reicht, weiß ich nicht. Aber in den nächsten Wochen. Und deswegen, wie gesagt, habe ich da das vollste Vertrauen in die Jungs und werde keinster Weise den Stab brechen. Ganz im Gegenteil. Wir haben nicht alles schlecht gemacht, so wie es jetzt überall steht in den ersten Spielen, sondern wir haben uns Chancen erarbeitet, wir haben die Chancen liegen gelassen. Was in den ersten Spielen mit dazugekommen ist, dass wir auch individuelle Fehler gemacht haben, dass wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben, aber das werden wir in beide Richtungen abstellen. Markus, du hast Costa gerade angesprochen, hast gesagt, er hat das Bayern-Spiel verändert, jetzt habt ihr Kuh zurückgeholt. Inwiefern wird er euer Spiel verändern und wird er das vielleicht schon morgen machen? Erstmal bin ich sehr froh, dass wir ihn bekommen haben, weil er uns, denke ich, in viele Richtungen weiterhilft mit seiner Art, wie er spielt, mit seiner Mentalität, wie er spielt und wie er und ob er morgen spielt, das werden wir entscheiden. Wichtig ist, dass wir vielseitiger sind mit ihm und auch variabler dann dadurch agieren können, auf den Gegner uns einstellen können und selbst eben nochmal Qualität mit dazu bekommen haben. Und deswegen bin ich sehr froh über den Transfer. Da nochmal nachgehakt, der Kuh hat ja ein, zweimal schon mal mittrainiert letzte Woche, bevor er geflogen ist, oder? Viermal sogar. Haben Sie da schon gesehen, dass der immer noch die Automatismen von früher, dass er eben schon mal bei Augsburg war, dass er da noch das ein oder andere Gen hat? Erstmal war er 1,5 Jahre hier,
Dann hat er mir erzählt, dass er jedes Spiel im Fernsehen angesehen hat und da vieles erkannt hat. Und deswegen war es sehr schnell, ihn zu integrieren. Und das haben wir in den ersten Trainingstagen auch sehen können. Und vor allem werde ich es ihm und habe ich es ihm schon erklärt, wie wir spielen. Und er hat es auch verstanden. Von dem gehe ich aus. Er nickt auf jeden Fall. Und spricht auch sehr gut Deutsch. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich meine, das merkt man bei Hong schon und bei jedem Spieler, der einfach von der Sprache da Probleme hat, dass das Zeit dauert. Und deswegen erhoffen wir uns natürlich auch durch Chachakun einen Schwung für Hong und für Chi. Und zu dritt lebt es sich einfach leichter in einer fremden Stadt. Und das hat man bei anderen Vereinen in der Vergangenheit, in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass es immer wieder so eine Achse gegeben hat. Und Stefan war ja in Italien und da hat es auch gegeben mit den Deutschen bei Inter zum Beispiel. Vielleicht, und da hoffen wir drauf, dass uns das einen Schwung gibt. Ist das auch der Grund, warum Hong Stamm in der Verteidigung ist, weil er diese Zeit hat, weil er die Sprache gelernt hat, weil er die auch noch kennt? Nein, das ist die Entwicklung, glaube ich. Ich glaube, dass wir mit Jan Ingwer und Ragnar Klavan in der Vergangenheit gut aufgestellt waren und dann hat sich Jan Ingwer Kalsenbracker leider verletzt und Hong hat die Chance genutzt und wir waren bombenstark in der Innenverteidigung zum Schluss der letzten Saison, haben viele Spiele da gewonnen, gerade auch auswärts, zum Beispiel auch in München in der Kombination und durch die Verletzung wurde Jan Ingwer Kalsenbracker ein bisschen zurückgeworfen und vor allem Hong hat in der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen das bestätigt, aber in der Innenverteidigung hat der FC Augsburg definitiv kein Problem. Das Markus Vollner könnte zum Beispiel auch Innenverteidiger spielen. Also das ist dann die Allzweckwaffe. Kommt ihr zum Einsatz morgen? In der Innenverteidigung nicht. Aber vielleicht als linker Verteidiger? Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen und ihr werdet es dann sehen, wenn wir auflaufen. Ich stelle ihn überall hin, der wird überall gut spielen. Theoretisch. Das klang jetzt bei Hong auch so, dass der auch so vielleicht ein bisschen sensibler ist. Muss man die Asiaten da anders anpacken, weil die durch die Sprachprobleme vielleicht erstmal unsicherer sind etc.? Naja, stellen Sie sich mal vor, ich setze Sie in Seoul aus und Sie sagen, Sie sollen da Journalist spielen. Da habe ich 5 Jahre gelebt. Also es ist einfach unheimlich schwer. Und in so einem Mannschaftsgefüge sich dann zu integrieren, wenn du keinen verstehst, ist schwer. Aber es sind super Jungs, ich trainiere die unheimlich gerne, weil sie tolle Mentalität haben, weil sie alles versuchen aufzusaugen und umzusetzen. Und ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich glaube, Markus kann nichts anderes sagen über die drei und auch über Hong. Und ja, dass sie klasse Fußballer sind, wissen wir. Und deswegen waren sie auch bei der WM für Südkorea im Einsatz und sind Nationalspieler. Sie fragen jetzt über die Aufstellung und ich habe noch nie die Aufstellung erstens ausgeplaudert und B kann ich gar nichts ausplaudern, weil ich mich noch nicht entschieden habe. Ich will gar nicht auf einzelne Positionen, aber kann es morgen mal sein, dass ihr eine Rotation zum ersten Mal ausprobiert, einführt? Nächste Woche ist das erste Europa-League-Spiel, Sonntag geht es dann gleich weiter. Sind das Überlegungen? Naja, ich kenne unseren Terminkalender. Wir spielen sehr intensiv in den nächsten 3 Wochen. Ich glaube 7 Spiele in 23 Tagen oder sowas. Haben in einer Woche jetzt 3 Spiele, wo 2 Highlights natürlich mit dabei sind. Mit dem Spiel bei Bayern München, mit dem ersten Euroleague-Spiel des FC Augsburg bei Bilbao oder in Bilbao. Und dann kommt aber das wichtigste Spiel zu Hause gegen Hannover am Sonntag. Von daher werden wir die Kräfte verteilen, müssen schauen, wer einsatzfähig ist, wer fit ist, hoffen da die richtigen Lösungen zu finden. Aber es sind schöne Spiele und für uns ist es auch in der Situation jetzt sind es Highlights, eben in Bilbao zu spielen oder in München zu spielen. Ich glaube, da freut sich jeder Einzelne drauf. Freunde, der Trainer hat gesagt, das sind die Allzweckwaffe, die aber nicht nur mal spielt. Jeder Spieler will spielen. Wie sehen Sie Ihre Rolle beim FCA? Ja, das geht mir genauso. Der Trainer weiß das auch, dass ich jedes Spiel spielen möchte. Es geht nicht immer, das muss man akzeptieren als Spieler, aber ich bin bereit. Wie gesagt, er hat viele Positionen für mich.
ich nehme diese Rolle an und wie gesagt, wenn ich auf dem Platz stehe, werde ich alles geben. Aber wäre es nicht schöner, irgendwie eine feste Rolle zu haben und da eventuell dann zur Säule zu werden? Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ja. Das hatte ich nie in meiner Karriere, dass ich nur eine Position gespielt habe. Deswegen werde ich mich jetzt mit 33 da auch nicht mehr drauf festlegen. Ja. Aber das ist doch das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft, dass ich lauter Jungs habe, die sich eingliedern, wo sich keiner zu wichtig nimmt und wo wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist auch das Erfolgsrezept. Und ja, das ist die Basis. Und da muss man dann auch, jetzt nicht Richtung Markus, aber man muss auch mal schauen, wie wir gelobt worden sind jetzt in der Sommerpause, zum Ende der Saison, was alles auf die Jungs einprasselt. Und dann immer 100% da zu sein, ist vielleicht für einen jungen Spieler auch mal so, dass er das nur 95% schafft. Und das reicht aber für den FC Augsburg nicht. Und das haben wir zum Beispiel gegen Ingolstadt gespürt. Aber da müssen wir hinkommen. Aber nochmal, die Basis sind solche Jungs, die sich eingliedern, die alles für den Verein, für die Mannschaft, für die Gruppe geben. Und da ist Markus einer, wo man sich 1000%ig verlassen kann. Das ist aber noch nicht die letzte Reise nach München als Spieler für dich, oder? Ich denke nicht, ne? Gut, keine weiteren Fragen. Dann Dankeschön und bis morgen in München.